Das ist krass auch, ne? Das ist wirklich krass, ey. Diese Pranks, die machen die ja auch nicht mehr. Ich glaube, die haben auch nicht mehr so viel Kontakt, aber geisteskrank aufwendig auch alles. Alles. Irgendwie Serien und Pranks und Challenges in einem verpackt. Das war absolut wild. Da war noch wirklich so die Motivation, ich arbeite 7 Tage an einem Video. Und irgendwann habe ich auch gecheckt, dass das gar keinen Sinn macht. Das war noch eine sehr inspired Time von damals mit dem Hustle Drive. Und da habe ich echt, so, als ich dann meine WG gegründet habe und da Vollgas, da habe ich im Endeffekt den Julian Bam Traum einfach nur alleine weitergelebt. Dieses, das muss einfach knallen. Was im Nachhinein für mich auch wirklich dann so nach ein paar Jahren doch nicht so gesund war. Also irgendwo kam dann auch bei mir das Thema Work-Life-Balance. Und das ist eher so ein Thema, womit bestimmt manche Creator leiden. Also es ist kein Front, aber wir sind alles kleine YouTube-Pisser, ne? Alle auf YouTube. Und viele sind aber irgendwie, haben auch diesen Traum, Unternehmer zu sein. Voll. Dann entstehen halt Dinge, ich meine mit der BAM School zum Beispiel, das war ein Traum, der ein bisschen zu hoch gegriffen wurde. War halt auch, ne, das war ein Moment, der, wo ich wirklich resigniert habe ohne Ende, wo ich wirklich dachte, mein Weg ist hier vorbei. Ja, krass. Es ist halt crazy, wie so eine Freundschaft, die so denselben Traum hatten, so viel dann irgendwie erreicht hatten, wie das dann halt zu Brüche kommen konnte, ist eigentlich eher schade so. Außer Frage, dass wir uns ja auch echt geliebt haben so, ne? Ich denke, wir hätten es deutlich schneller klären können. Man hätte echt nicht so lange warten müssen. Es wird ein Resultat. Ist schon irgendwie geil, Alter. Also ich fühle das, aber es ist schon irgendwie auch, ne? Bisschen herzerwärmend. Resultat aus einer sehr intensiven Zeit gewesen sein, wo halt echt viele Faktoren. Felix, hab es geht. Also die Entfernung, eigene Probleme, die auch irgendwie im Raum stehen, das war zu viel des Guten für uns beide. Justus, hau rein, schön, dass du am Start warst. So, ich erinnere mich noch an so Momente, da ging es einem extrem kacke. Ich glaube, öfters ging es mir dann in dem Moment kacke, ob es wegen einem Mädel war oder sonst was. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen kurz Pause hier von der Arbeit. Wir gehen mal raus, trinken so ein bisschen, gehen spazieren und labern einfach mal. So ein bisschen ausschütten. Und dann kann man wieder motiviert zurück in diesen kleinen Pissraum und hat man wieder weitergehasselt. Ja. War schon eine sehr intense Zeit. Komplett, ja. Komplett. Krass, krass, krass. Wir können einmal anstoßen auf die gute alte Zeit. Auf die gute alte Zeit. Ja, es klingt ein bisschen so, als wären wir Alkoholiker gewesen. Tatsächlich waren wir das auch, ne? Ich habe russische Wurzeln, wir haben das Leben zelebriert. Ich habe auch russische Wurzeln. Ja, stimmt. Da bin ich immer in deine Kultur eingedrungen, so, ey, Bro, wir sind doch alles Russen. Ich weiß noch, wo ich bei deinen Eltern war. Das erste, was wir gemacht haben, und gesoffen ist. Klar, natürlich, das gehört dazu. Und russisches Fleisch. Digga, ich will gar nicht wissen, wie viel die saufen, Digga. Also die Russen wirklich, ne? Tiefgefrorenes Fleisch. Tiefgefrorenes? Ja, oder es wird irgendwie nur so auf. Es war Baron, glaube ich. Ach so, ja, da was heißt Russisch? Meine Eltern frieren halt auch mal Fleisch ein. Ach so, ja, okay, das macht meine Eltern. Aber das Geile war, als dann John irgendwie nach Köln kam, das war die Zeit, wo du nicht mehr bei uns dann warst, sondern du hast auch, glaube ich, angefangen, deinen eigenen Stuff zu machen. Genau, es gab so eine Zwischenphase, wo Falco nach Deutschland kam und ich mit Falco dann das erste Crispy Rob Falco Team gegründet habe. Ja, ja, ja. Genau. Der kam mit 1000 Euro nach Köln. Mit Arnold Schwarzenegger-Style. One-Way-Ticket, hat vorher 3 Wochen im Wald getestet, ob der obdachlos leben kann und hatte dann irgendwie nach 2 Monaten kein Geld mehr. Und dann haben wir so gequatscht und ich meinte so, yo, Bro, wir können das zusammen machen, wir kriegen das schon hin, ich suche uns eine Butze, mein Geld, dein Geld und let's go. Und dann war Falco plötzlich. Digga, das ist aber auch krass, ne? Also diese... Wie viel Glück du auch... Also das ist ja so zufällig einfach, ne? Digga, der trifft einfach jemanden so aus einem anderen Land, der ist gerade da, versucht sich irgendwie zu überleben und zack, Alter. Falco ist echt eine treue Seele, Mann. Der da hast du wirklich eine sehr treue Seele gefunden. Der ist echt super. Der Typ ist crazy. Bis heute denke ich eigentlich immer, dass er Psychopath ist und irgendwann der Moment kommt, wo er dich abstechen wird. Falco? Aber ich glaube irgendwann, weil der sagt immer so, lass uns teilen, ne? Irgendwann kommt er mit dem Messer und sagt, lass uns deine Leber teilen, ne? Zack. Das ist Spaß. Ja krass, ey, du bist mittlerweile jemand, der einfach ein ganzes Team um sich schürt, ne? Du lebst in einer riesigen Villa. So wie du damals irgendwie dir dein Team aufgebaut hast, hatte ich natürlich denselben Drive danach zu sagen, Alter, alleine das zu machen, macht ja gar keinen Bock. Ich suche mir Leute und mach das gemeinsam mit Menschen. Genau, aber dann kommt die eine Frage, die du mir damals immer gestellt hast. Oh, ich weiß nicht. Irgendwann hatte ich so einen Strafe, dass wenn ich das frage, muss ich 50 Euro zahlen. Ja. Weil mich so abgefuckt hat. Bist du glücklich? Ja. Am Anfang war das so ein Joke, so, ne? Dieses so Stress, wir müssen das und sowas, bla bla. Ja, kacke, funktioniert nicht. Und dann kommt Rob auf einmal rein, so. Ah, bist du glücklich? Und ich so, haha, lustig, okay, cool. Und irgendwann war das so nervig, weil du immer den falschen Situationen gesagt hast. Ich habe richtig gemerkt, wie das so eine Situation war, die voll die Anspannung auf einmal aufbaute und du auf einmal so, ich muss es sagen, aber ich darf es nicht sagen, weil ich muss 50 Euro zahlen. Bist du glücklich? Deswegen frage ich dich jetzt. Bist du glücklich? Boah, geil. Das ist die härteste Frage. Eben. Ja, natürlich bin ich glücklich. Glücklich in der Liebe, glücklich mit meinen Freunden. Also auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch nicht in allen Punkten so. Ich habe den Stress auf jeden Fall echt krass unterschätzt, der auf einen zukommt, wenn du diesen Weg gehst. Damals war ich einfach viel simpler und war grundsätzlich mit allem glücklich. Das ändert sich, wenn du einfach erwachsen wirst, irgendwie auch mal ein Unternehmen hast oder hattest und Verantwortung und dies und Steuern und was, ach ne. Ja, Digga, das ist auch so nervig, Steuern, Alter. Also ich komme jetzt auch rein, ich musste ja auch ein Unternehmen gründen, einmal wegen Twitch.
Einmal auch, weil ich ja natürlich mit TikTok Geld verdiene und allem. Und es ist einfach so nervig alles, Digga. Streuen ist das kleinste Problem. Ist es. Aber es ist ja trotzdem, da, ne, von einem 20-jährigen Rob, der eigentlich nur so im Kopf hatte, boah, was kann ich Geiles drehen und ich arbeite meinen Nebenjob. Natürlich, je erwachsener du wirst, desto mehr Probleme kommen auch. Und das ist jetzt alles viel, 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 viel mehr geworden. Einfach ja, klar. Das ist auch nicht alles einfach nur so gegangen, sondern da waren Up and Downs und ich musste aus Fehlern lernen. Da fühl dich, konnte ich fühl dich, fühl dich, fühl dich. Komm, Lukas, lass Fortnite. Ich glaube, heute spiele ich, glaube ich, kein Fortnite mehr. Beim nächsten Mal wieder, auf jeden Fall. Aber das Video muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Das interessiert mich einfach, weil, Digga, beide einfach auch ein Stück Kindheit von mir. Mal mir ein besseres Surfbrett erarbeiten, womit ich bei der nächsten Welle länger surfen kann und dann irgendwann wieder fallen und wieder dran schrauben. Krass, Alter, ne? Wir sind erwachsen. Ja, wir sind erwachsen. Das ist in den letzten 11 Jahren passiert. Ja, das ist aber so eine Sache, die man so nicht wahrhaben wollte. Man war immer so, ja, das Kind in sich bewahren, letztendlich, man macht ja letztendlich das, was eigentlich basiert auf einem Hobby, auf einer Leidenschaft, Filme machen und so weiter und so fort. Ich meine, was du aufgebaut hast drüben in Köln, viele Leute einfach mal rüberkamen und sowas, Spaß haben, sich austauschen. Ja, das Open Space, das war so die Vision. In Köln warst du eh schon overstressed as fuck und auf einmal kommt Simon Unge so mit dem Longboard angefahren, bedroht dich erstmal mit dem Plastikmesser so und sagt, ja, kannst du kämpfen? Zeig mal, was willst du machen. Da war ich auch einmal, gab es auch einen Moment, da war ich irgendwie, glaube ich, mit Jan Meyer von den Apes, dem ich super gut verstanden habe, weil wir irgendwie beide immer diesen Cutter-Vibe hatten, ne? Weil wir beide geschnitten haben, feiern waren und danach sind wir nach dem Club um 3 Uhr, 4 Uhr nach Hause gegangen, haben noch weiter geschnitten. Also das war so der Vibe damals. Das darfst du nicht unterschätzen. So Selbstständigkeit heißt nicht, dass du irgendwie ja easy going paar Stunden was machst, sondern du lebst das Ding dann. Mm, und ja. Je größer du skalieren willst oder intensiver machen willst, desto mehr lebst du das Ding. Ja. Ich hatte legit... Digga, das Video ist stark, bin ich ehrlich, Alter. Twitch FN, danke für deinen Host. Digga, das Video ist stark, Junge. Das hat eine gute Message, sag ich euch ehrlich. Du musst es halt durchziehen und das ist halt bei allem so, ne? So dumm das jetzt auch klingt, aber du musst es durchziehen, Digga. Und deswegen ist es halt auch so eine Sache. Ich will Twitch zum Beispiel jetzt auch wieder full durchziehen. Natürlich sind heute wenig Zuschauer da, aber trotzdem, an jeden Einzelnen, der jetzt heute auch da ist, Freunde. Danke, danke, danke. Bisschen unglücklich, dass ich natürlich heute aus dem TikTok-Stream mal wieder gebannt worden bin. Vor allem, weil es unberechtigt ist mal wieder. Aber ey... Machst du nichts, natürlich, sonst wären mehrere Leute da. Ja, aber ey, so ist das eben. Das ist so krank. Bestimmt so 4 Jahre meines Lebens, jeden Morgen YouTube im Kopf. Was drehe ich, was mache ich, bam. Selbst sonntags, egal wann, es war immer nur so ein, was macht man als nächstes. Voll und dann auch immer noch. Das fühle ich, Digga. Das ist auch bei mir immer, du wachst auf, Alter, und dann überlegst du direkt. Du überlegst direkt, was mache ich heute, was. Natürlich ist es bei mir noch nicht so zeitintensiv wie bei den beiden, aber ich hätte schon Bock, das eigentlich so heftig durchzuziehen, wie es geht. Da gab es irgendwann diese Creator-App, YouTube Studio, das heißt, du konntest noch easy die Kommentare so durchswipen. Ah, das war schon sick. Ey, was wir damals gemacht haben, das haben die wenigsten gemacht. Wir waren Analyse-Spezialisten. Alter. Das ist so ein Ding, das haben viele Creator gar nicht gecheckt, was für Tools man da besitzt. Ich habe einmal auch den Algorithmus gecheckt. Für einen Gang, also du musst ja vorstellen, YouTube-Algorithmus ändert sich ja immer wieder. Ne? Also jeder Monat ist das eine komplett andere Plattform auf einmal. Wir hatten einmal, da war ich sogar noch drüben bei den Apes, habe ich gecheckt, ah okay, wenn wir nur die Kategorie des Videos ändern, dann werden wir auf jeden Fall auf den Hotspot kommen. Und weil der Hotspot nur frei ist an dem Tag für gerade diese Kategorie. Ja. Und haben wir geändert, auf einmal waren wir im Hotspot. Crazy. Und auf einmal haben die Leute, das ist ja nicht mal Cheat oder sowas, ja. Herausfinden. Ich war auch stolz darauf, dass wir es irgendwie herausgefunden haben. Das ging einen Monat, danach war es wieder anders. True. Das hatte ich ein paar Jahre später. Ich hatte irgendwann so ein perfektes Muster gefunden, womit ich, glaube ich, 12 Mal hintereinander Platz 1 Trends war. Krass. Ja, ja. Einfach, weil ich kurz gecheckt habe, so, was ich machen muss. Ja, ja. Und es war einfach krank. Das war auch die erfolgreichsten 3 Monate meines Lebens. Wir waren die Boys aus Aachen. Das ist schon krass, oder? Kannst du den Backflip? Nee, der Backflip bin ich so raus. Was war deine höchste Zuschaueranzahl? Ich glaube, 130 Zuschauer. Finde ich eigentlich, ist schon eine gute Menge. Also auf jeden Fall. Würde ich halt sagen, ich unternehme, das geht immer so wack. Ja, irgendwo schon, natürlich. Also klar, ich habe ein Unternehmen, was. Du bist Chef, Chef. Chef auch, ja, auch. Und, ja. Wie bist du als Chef? Ja, zu nett. Zu nett. Ich sehe das Ganze nicht so streng und ich glaube, das ist auch das Wichtige bei diesem Job. Du kannst, das ist keine Firma, wo du sagen kannst, du musst das und das machen und bis dann muss fertig sein und dann ist der Vibe gekillt den ganzen Tag. Ja. Sondern es muss ja so eine Arbeitsatmosphäre herrschen, wo man das Gefühl hat, es macht Spaß, was man macht. Dementsprechend versuche ich das alles so irgendwie familiär zu halten. Das beschreibt es ganz gut bei uns. Wir sind so eine riesige Familie, wo jeder irgendwie seinen Aufgabenbereich hat, aber wir so trotzdem füreinander da sind und trotzdem zusammen Spaß haben, aber jeder so trotzdem für den Dream arbeitet, weil wenn jeder dafür arbeitet, dann bleibt der Traum bestehen und wir können alle das machen, was wir eigentlich machen wollen. Und das ist voll krass, weil ich habe ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir uns jetzt gerade hier sehen, sondern wir haben uns ja vorher nochmal getroffen, habe ich so. Digga, wisst ihr aber, was der Unterschied ist? Zu Messi sage ich gleich was. Also, kann ich eigentlich kurz sagen, ich finde es schade, dass er gewechselt ist, aber ich finde Paris eigentlich am besten und wenn Ronaldo wechselt, dann würde ich auch wünschen, dass er nach Paris geht, können die sich aber safe nicht leisten. Aber wäre am krassesten, einfach Messi und den zusammen zu spielen, zu sehen. Wisst ihr, was aber das Ding ist? Zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke, ne? Man überlegt natürlich auch immer mal wieder mit anderen Creatoren was zu machen so und es gibt auch viele, mit denen man
auch ich übel gerne mal was machen würde, so, ne? Aber das Ding ist halt einfach so, wenn du jetzt die Gruppe anguckst, pass auf, wo war das jetzt? Halt, warte mal, Zack, schreib's da. mir. Du siehst einfach die alle hier, ne? Natürlich haben die alle denselben Job irgendwie so und machen ja alle Videos und wollen ja natürlich auch erfolgreich sein damit, aber immer als Gruppe, wisst ihr, wie ich meine? Immer als Gruppe so. Und leider ist es heute, also heutzutage finde ich so zumindest, wenn du dich jetzt mit anderen connectest, du merkst einfach an der Persönlichkeit schon bei vielen, denen geht es nur darum, um Views zu generieren. So wisst ihr, so dieser Spaß in der Gruppe, eine geile Gruppe aufbauen. Das ist halt einfach nicht mehr da. Ne? Die pushen sich gegenseitig. Ja, natürlich, die pushen sich auch gegenseitig. Aber wie er halt sagt, so dieses Familiäre, ne? So, die verstehen sich alle untereinander übel gut. Heutzutage, finde ich, merkst du einfach bei vielen oder auch, wenn ich so selber irgendwie mal gefragt werde, es ist immer so ein bisschen auf Krampf, weißt du, so nach dem Motto, jo, lass machen, aber es geht eigentlich um die Klicks und nicht darum, dass man eine geile Zeit hat. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schade. Freunde, wenn ihr auf dem Video noch keinen Like da gelassen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Jo. Wenn nicht, dann habt ihr mindestens 7 Tage lang Pech. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abonnement auf meinem Kanal gar nicht freuen. Deswegen überleg erst gar nicht zu abonnieren, du kleiner Hund. Ich mach natürlich nur einen Scherz. Lasst ein Abo da. Danke. Okay, tschüss.